Die USA und die NATO-Staaten ziehen das Personal aus den Botschaften in Sudan ab. Die Lage scheint in Sudan und weiten Teilen von Afrika immer mehr zu eskalieren. Ja, das Land, das über das Rote Meer nach Saudi-Arabien blickt, wird massiv destabilisiert. Und das hat natürlich mit einer größeren dahinterliegenden Agenda zu tun. Was das Ganze mit Europa zu tun hat, was Frau Außenministerin Annalena Baerbock damit zu tun hat und wie das uns alle in einer unfassbaren Destabilisierungswelt in Europa heimsuchen wird, darauf gehen wir heute in diesem Video ein. Mein Name ist Hannes Hörtnagel. Mein Name ist Deutsch Benjamin und am Dienstag geht es immer um Politik und Geopolitik und über die spannendsten Themen, die in der Welt hier derzeit passieren. Und Hannes, freue mich schon wieder richtig heute auf das Video und ich würde sagen, legen wir sofort los. Benjamin, auch wenn die meisten schon mit Klimaklebern, Refugees Welcome Schildern ganz benebelt vom Klebstoff in den deutschen Grenzen stehen werden und uns auf die weitere Zuwanderung freuen werden, muss man heute sagen, muss ich ein bisschen bei diesem Video aufpassen, was ich sage. Und zwar, die Frau Außenministerin Annalena Baerbock hat in Deutschland zwei Urteile ergehen lassen, und zwar, weil unschmeichelhaft von Aufdeckern über sie berichtet worden ist. Die Ministerin, die den Lebenslauf gerne schönt, die Ministerin der Herzen, sage ich immer gerne, die liebe Annalena, mir sind meine Wähler egal. Die Demokratin, die Spitzendiplomatin, die versehentlich die Russland den Krieg erklärt, ja, macht es möglich, dass Menschen, die nicht ihrer Meinung sind und sie vielleicht sogar als dumm bezeichnen, und ich zitiere das Ganze dann nur, dass dann auf einmal eine Strafe von 10.000 Euro ins Haus reinrollt oder sogar eine Haftstrafe, eine bedingte Haftstrafe von 8 Monaten plus Geldstrafe. Also muss man schon in Zeiten wie diesen, in sozialen Medien etc. sehr, sehr genau aufpassen, was man sagt und was dann noch unter Kabarettismus und dergleichen reinfällt. Eine Sache aber vorab, ich lasse heute die liebe Annalena, die Außenministerin der Herzen, selber sprechen. Film ab. Ganz besonderes Beispiel, wie es gehen kann, wenn man vor Ort sich den Herausforderungen stellt und nicht sagt, geht nicht, sondern sagt, wir haben Lösungen für unser spezielles Transformationsprojekt. Das sehen wir in Kenia. Kenia zeigt, was wir in Sachen Ambition und Tempo von anderen Staaten lernen können. Schon jetzt bezieht Kenia etwa 90% seiner Energie aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2030 soll der Anteil bei 100% liegen. Also schauen wir mal nach Kenia, dem Land, das sehr Vorbild für uns Deutsche ist, dem Land, wo der 44. Präsident der Vereinigten Staaten herkommt oder dessen Vorfahren herkommen, wie auch immer. Schauen wir an, wie das Land die Energie- oder Wirtschaftswende geschafft hat. Ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut. Die Zahl der HIV-Erkrankungen steigt. Die Lebensmittelpreise sind laut den Vereinten Nationen in Kenia enorm gestiegen, teilweise um 140%. Ja, und genau das ist die Zukunft, die uns auch in Deutschland heimholen soll, wenn es nach der Frau Außenministerin Baerbock oder auch dem Wirtschaftsminister Habeck gehen soll. Das ist das große Transformationsprojekt, wo wir hingehen sollen. Da ist Kenia natürlich das große Vorbild, aber vielleicht auch, weil sie einen anderen Umgang in der Sozialpolitik, sage ich mal, haben, vielleicht ist auch das ein Vorbild für die grüne Außenministerin. In Kenya, to be gay, the LGBT community is illegal. They just want to have equal rights, the same privacy and equality as all other Kenyans do. Is that something that you aspire to for your country? I want to be very clear. I will not engage in a subject that is of no, it is not of any major importance to the people and the Republic of Kenya. This is not an issue, as you would want to put it, of human rights or this. This is an issue of society, of our own base as a culture, as a people, irregardless of which community you come from. This is not acceptable. This is not agreeable. Those are the laws that we have, and those are laws that are 100% supported by 99% of the Kenyan people, irregardless. Und jetzt heißt es bitte anschnallen. Ich weiß, heute relativ viele Videoeinspieler, aber das muss einfach gesagt werden. Und nicht ich muss das sagen, sondern eben die Präsidenten der Staaten beziehungsweise unsere Außenministerin muss das sagen. Und deswegen schauen wir uns noch ein schockierendes Video. Bitte jetzt anschnallen. Für die meisten Menschen wird es jetzt an Schockiertheit gar nicht mehr zum Überbieten sein. Deswegen bitte anschnallen das Video vom Präsidenten von Uganda Film ab. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting.
We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions, and beliefs. We are not gays. What is your message to Western human rights groups, respect, to lesbian, gay, bisexual, and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Und viele müssen jetzt vielleicht lachen, viele fühlen sich bestätigt, viele fühlen sich angegriffen und viele fühlen sich in ihren Grundwerten erschüttert und schwer enttäuscht von politischen Führungskräften, dass man sowas überhaupt ausstrahlen kann. Eine Sache muss ich auch ganz klar sagen, der Präsident von Uganda fordert nichts anderes wie Respekt vor dem Volk, dem ugandischen Volk gegenüber, dass man mehr Respekt hat und sich weniger vom Ausland her einmischt in die Staaten, in Afrika, in Uganda und anderen Teilen der Welt. Und diesen Respekt würde ich mir auch als österreichischer Staatsbürger, als deutscher Staatsbürger, als Europäer, als brennender Europäer wünschen, dass eben wieder die Politik ein Stück weit diesen Respekt den eigenen Bürgern entgegenbringt und natürlich auch anderen Bevölkerungsgruppen in anderen Ländern der Welt wieder entgegenbringt. Dann hätte man auch eines geschafft, und zwar, dass man relativ viele Problemherde der Welt auf einmal nicht mehr hat. Denn eines muss man klar sagen, unsere westlichen Medien, unsere Politik, unsere westliche, hat eines klar geschafft. Wir respektieren heute Drag Queen Kinderbuchlesungen in Wien an Schulen. Wir respektieren aber nicht, wenn Eltern ihre Kinder fernab von dieser transgender-konformen Erziehung erziehen möchten. Wir respektieren, dass die freie Rede der Zensur geopfert wird in der besten Demokratie, die wir jemals hatten. Wir haben das freie Denken mit Verbotsgesetzen ausgehebelt. Wir haben die freie Souveränität der Staaten in Deutschland vor allem mit Atomwaffen, mit hunderttausenden US-Soldaten als Besatz, als Art der Besatzermacht, die uns klar sagt, was wir in Europa zu tun, zu denken und zu handeln haben, zu kaufen und zu verkaufen haben, hat man uns klar vorgelegt. Wir respektieren direkte oder indirekte Impfpflicht. Wir respektieren die Klimakleber und sonstige Ideen von Gutmenschen, die all das verteilen, dass diejenigen, die wir dann nicht mehr akzeptieren sollen, weil sie eine andere Lebensweise haben, aber alles zugleich am gleichen Ende des Tages bezahlen müssen, dass das von oben heran als Gutmensch diktiert wird. Ja? Und bevor wir jetzt weitergehen und zu meinem persönlichen Hammer kommen, bitte unbedingt das Video sofort teilen. Daumen nach oben für das Video, in die Kommentare unten reinschreiben, was du persönlich davon hältst, was derzeit für eine Agenda abgeweitet wird, und natürlich das Video jetzt sofort teilen. Der Beste, Benjamin, und das ist für mich sehr spannend, der Beste in diesem Zusammenhang, wir respektieren in Deutschland, in Europa den armen somalischen Flüchtling, den armen Flüchtling aus dem Sudan, den armen Flüchtling aus Eritrea und vielen anderen Ländern. Und dann, wenn Kinder auf ihren Schulweg umgebracht werden, wenn Männer auf ihren Weg in die Arbeit niedergestochen werden, wenn Jugendliche im Fitnesscenter attackiert werden, ja, dann sagt man an und für sich, sie haben einfach einen anderen Zugang, zu viel durchgemacht, eine andere Kultur, und deswegen müssen wir gewisse Dinge unter den Teppich kehren oder gar verstehen. Wir respektieren aber zeitgleich nicht den Afrikaner in seinem eigenen Land, nicht den Afrikaner in den Kenianer, den Uganda, den vielen Bevölkerungsgruppen in Afrika, die ihre eigene Werte leben wollen, die ihre eigene Kultur haben, ihre eigene Religion haben und ihre eigene Auffassung von richtig und falsch. Dann sagen wir ihnen nämlich ganz klar, dass das unmenschlich ist und dass das nicht mehr in der Tagesordnung stehen hat. Also alles, was bei uns in Europa immigriert wird, wird geduldet und erlaubt. Aber wenn wir vor Ort die Menschen lassen und die sich in ihr eigenes Schicksal irgendwo hingeben wollen, wie es der Präsident von Uganda ganz klar und deutlich fordert, dann sagen wir ihnen, nein, das ist nicht gut. Dann kommen schnell wieder die amerikanischen Truppen mit dem 51. Bundesstaat der USA, kann man fast schon sagen, in Deutschland, in viele, viele Länder und sagen ganz klar, wie die Demokratie auszusehen hat und was für ein Heil- und Segensbringer diese Demokratie für diese Staaten denn ist und wie sie auszusehen hat. Und jetzt, Benjamin, am Ende habe ich noch eine positive Nachricht. Und das wird dann auch, glaube ich, am Ende des Tages jeder verstehen, warum ich nach wie vor ein Fan der USA bin. Aber bevor ich zu den positiven Nachrichten komme, wollen wir noch den 46. Präsidenten Joe Bomben Biden zu Wort kommen lassen. Jene Mann, der wieder Liebe und Familie ins Weiße Haus zurückbringt. Jene Mann, der groß gefeiert wird von allen transgender-konformen Menschen, was er dazu zu sagen hat, wenn man ein paar Jahre, wo er noch nicht so ganz, ich will nicht sagen senil, sondern nicht so ganz oder noch mehr bei Sinnen war, was er dazu zu folgenden Themen gesagt hat. Film ab. And we're going to debate the next three weeks, I'm told, gay marriage, a flag amendment, and God only knows what else.
I can't believe the American people can't see through this. We already have a law, the Defense of Marriage Act, where we've all voted, not where I voted and others said, look, marriage is between a man and a woman, and states must respect that. Nobody's violated that law. There's been no challenge to that law. Why do we need a constitutional amendment? Marriage is between a man and a woman. What's the game going on here? Dabei hat er ganz, klingt er ganz ähnlich wie der Präsident von Uganda. Dabei hat er ganz ähnliche Denkansätze und Sprechansätze, wenn er klar sagt, wir haben wichtigere Dinge zu analysieren oder zu abarbeiten, als wie diverse Randthemen, die groß in den Medien gespielt werden. Er sagt auch ganz und klar, die Ehe ist was und bleibt etwas zwischen Mann und Frau, ganz egal, was die Bundesstaaten wollen. Und das sagt er vor wenigen Jahren, natürlich lange bevor er Präsident wurde. Was dann mit ihm passiert ist, was in diesen Sinneswandel eingetreten ist, kann ich nicht sagen, aber eine Sache kann ich sehr wohl sagen. Und Benjamin, das sind die guten Neuigkeiten. Ich bin nach wie vor Riesenfan von Amerika. Und zwar nicht aufgrund einer elitären Politik, nicht aufgrund von einer Waffenlobby oder einer Kriegslobby, einem Militär, das die ganze Welt unterjocht, einer Dollarleitwährung und vielen, vielen anderen Auswüchsen. Nein, ich bin ein Fan der USA wegen der Menschen und der Bürger dort, wegen dem Mindset, das an und für sich immer wieder bereit ist, über die Grenzen hinauszugehen, über die eigenen Grenzen zu sprengen und die Leistung in den Vordergrund zu stellen. Und das zeigt auch wieder, wie Amerikaner ihre eigenen Werte vertreten und verteidigen. Und das, glaube ich, sollte man auch bedenken, dass man die USA als Nation zwar viele Probleme unterworfen ist, aber die Menschen wieder ein neues schaffen und erschaffen werden. Und zwar, was ich konkret meine, ist nichts anderes, und zwar die Geschichte vom Bierkonzern Anheuser-Busch. Und zwar, man hat sich vor wenigen Wochen dazu entschieden, dass man mehr auf eine jüngere, auf eine breitere Zielgruppe eingehen will. Und dann hat man dazu herangezogen für die Biermarke Bud Light. Die meisten Menschen kennen sie. Jeder, der in den USA war, weiß, wie populär in allen Ecken dieses Bier zu kaufen ist. Und dann hat man sich dafür jetzt entschieden, eine Transgender-Influencerin dafür zu nehmen. Und was ist innerhalb von wenigen Wochen passiert? Der Umsatz ist um -70% eingebrochen. Die Marke Bud Light hat innerhalb von wenigen Wochen 70% Umsatzeinbruch verzeichnet. Der Börsenwert von Anheuser-Busch um 6 Milliarden innerhalb von wenigen Wochen vernichtet. Das muss man sich einmal vorstellen, und zwar einfach daraus, dass Menschen dann die Biermarke boykottiert haben, ist ein richtiger Hype drumherum ausgebrochen, und dann hat man die Firma auch wieder rasch zum Einlenken gebracht und man hat wieder konservative Werte in der eigenen Bierwerbung. Und das sieht man, was möglich ist, was der Konsument für Macht hat, auch wenn wir tagtäglich daran glauben, dass wir keine Macht haben. Aber am Ende des Tages ist es nicht die Politik, sind es nicht die Eliten, sind es nicht die Großen, die anschaffen, sondern jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von euch, der entscheidet, wie er konsumiert, welche Werte er hat, welche Werte er lebt und für welche Werte er am Ende des Tages auch irgendwo einstehen möchte. Und das sollten wir uns jeden Tag merken. Ja, Leute, Hannes, sozialkritisches Video heute wieder aufgezeigt, was in der Welt so passiert. Und ja, das Transgender-Thema und die Politik forciert das natürlich eben. Man hat das jetzt mit Anheuser-Busch auch gesehen, was da passiert ist. Aber lasst euch bitte eines gesagt sein, auch die Leute, die jetzt sagen, ja, aber ihr macht ja so kritische Videos und so ist das ja auch nicht. Lasst euch eines von uns gesagt haben, die erste Generation schafft Vermögen, die zweite Generation verwaltet das Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt vollends. Und da blenden wir kurz eine Grafik rein von unserem Generationencrash vom Buch, was das bedeutet. Befasst euch damit, denn die vierte Generation, Leute, und das ist diese Generation, die gerade die Generation, die mit dieser Propaganda aufgewachsen ist, die seit 9/11 nur diese eine Welt kennt. Bildungssysteme haben sich in dieser Zeit immer mehr Richtung Staatsdoktrin verwandelt. Das bedeutet, das politische Korrektsein, das steht über dem Individuum, über den individuellen Zielen jedes einzelnen Menschen. Man kann fast schon sagen, dass es Gesetz geworden ist, okay? Und es ist egal, ob Transgender, Schwarz-Weiß, Flüchtlingskrisen oder geimpft oder ungeimpft. Alle diese Streitthemen dienen nur einem Zweck, und dieser Zweck ist ganz klar: Divide et impera, stifte Unfrieden unter denen, die du beherrschen willst. Und das müssen wir ganz, ganz wichtig uns immer wieder vorsagen, was da draußen derzeit passiert. Im Hintergrund werden nämlich, ganz egal ob hetero, transgender, schwarz, völlig egal ob der Chinese oder sonst was, werden alle über Inflation enteignet, wir werden über Schulden abhängig gemacht und über Fernseher, Smartphone und Radio tagtäglich zugemüllt. Und wichtig ist, dass wir uns nicht als Gemeinschaft hier
nicht entmenschlichen lassen und auf keinen Fall mitmachen bei diesem Wahnsinn und Nein sagen. Und Hannes, das sind alles Auswüchse des Generationencrashs, über den wir auch viel schon geschrieben haben, über die Zyklen, über die wir geredet haben. Und man sollte das Ganze in positive Energie umwandeln. Und das machen wir bei Invest in Best. Und deswegen, jeder, den das Ganze interessiert, wie man von diesem Zyklus und diesen extremen Auswüchsen profitieren kann, hier unter diesem Video haben wir noch die Aktion zu unserer Jahresmitgliedschaft, 1 Euro pro Tag. Würde ich sagen, rentiert sich, Hannes, weil wir sehen gerade ja durch, alleine schon die Anheuser-Busch-Geschichte sagt uns schon, wie verrückt diese Welt geworden ist aufgrund der Propaganda und der Maßnahmen und der Manipulation gegenüber uns Menschen. Benjamin, ganz richtig. Das Ganze gehört natürlich eingebettet in ein größeres Spiel, was abgearbeitet wird, wo Thema für Thema kommt und wo man jetzt an und für sich einfach ein neues Thema draufsetzt. Es erinnert einfach an die Geschichte. Man kann zurückschauen in alle Hochkulturen, was passiert ist am Ende hin, bevor es dann zu einem großen Untergang und Neuanfang für eine neue Kultur gekommen ist. Und ich denke, wir stehen am Mittelweg drinnen und da kann sich jetzt jeder entscheiden, ob er Beförderung bekennen will, seine eigenen Werte ein Stück weit leben will, seine eigenen Werte auch in diese neue Welt hineinbringen will oder ihm sagen will, es kommt hinter mir die Sinnflut, ganz egal, ich mache da überall mit. Eine Sache aber ganz wichtig, Benjamin, wenn einer nicht weiß, ob Männlein oder Weiblein, denke ich nicht. Ich denke, ich definitiv, er braucht Hilfe, aber keine Plattform. In diesem Sinne nutzen wir die Chancen in dieser epochalen Zeit. Und Chancen haben wir wahnsinnig viele, auch an den Finanzmärkten. Da schauen wir am Donnerstag wieder hin, was und wo wie am besten investiert werden kann. Aber es kommt darauf an, dass wir jetzt gemeinsam ins Tun kommen. Für unser soziales Umfeld, für unser wirtschaftliches Umfeld, aber natürlich auch für unser mentales Umfeld. Alle Menschen sind gleich viel wert. Lassen wir uns nicht spalten und lassen uns gemeinsam eine bessere Welt aufbauen. In diesem Sinne, die Zyklen schlafen dieses Jahr ganz bestimmt nicht. Und wir sehen uns am Donnerstag beim nächsten Video. Danke Leute fürs Zuschauen, teilen und Daumen nach oben. Tschüss.